Es gibt mittlerweile so viele Videos und Berichte mit total vielen Klicks, wie man sein Android-Handy ohne PIN-Code entsperrt. Ich habe euch die beliebtesten rausgesucht und die werden wir jetzt zusammen testen. Für jedes falsche Video fliegt dieses Samsung S30,5 Nano Lite Plus in der LGBTQIA Plus LMNOP Version von einem Stock höher. Bin gespannt, wie viele Stöcke wir erreichen, es werden bestimmt einige. So, dann kommen wir mal zum ersten Video. Wie ihr seht, ist es jetzt wieder dunkel, perfekt. Wie ihr seht, muss ich einen PIN-Code eingeben. Mal schauen, ob mir das Video weiterhilft. Mal WLAN anmachen, okay. Notruf. Kann nicht angerufen werden. Restart Phone, okay. Neustart. Bis bald. Yellow. Das funktioniert schon mal nicht. Ich gebe 3434 ein, auf OK, und es steht immer noch PIN-Eingabe ungültig. Also der funktioniert einmal nicht, wer hätte das gedacht? Puh, mach ich diesen Scheiß eigentlich? Naja, wir sind jetzt im ersten Stock. So, das nächste Video ist ein Short. Notruf. Funktioniert nicht. Sternchen Raute 812 Raute. So passiert gar nichts. Nö, also der funktioniert auch nicht. Wer hätte denn das gedacht? Nicht einmal das Short-Video konnte dieses arme Handy retten. Zweiter Stock. So, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass das Fake ist. Aber wir probieren es trotzdem mal. Immerhin hat das wieder 1 Million Aufrufe in 3 Jahren, also... So, 6x6, also das ist sein Passwort, okay. Sein PIN-Code ist 6x6, okay. 5, 4, 3, 2, 1, 8, 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
took too many times. Don't let go. Oh, ich bin im Menü. Recovery menu. Ich bin auf jeden Fall mal hier gelandet. Oh my goodness, it still worked. We want to do a factory reset. It's wipe data / factory reset. And to select it, you go ahead and you press on the power button, okay? So press on the power button. Drücken wir mal auf Yes. Nur noch kleine Info am Rande. Es werden aber alle Bilder, Daten, Passwörter und gelöscht. Das muss euch klar sein, gell? Hey Leute, nach langem Hin und Her, weil ich mich jetzt wieder anmelden musste, weil das neu starten musste, die Anwendungen alle runterladen, bla bla bla. Aber ich bin drin ohne PIN-Code. Ich bin drin ohne PIN-Code. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, du musst nur vom 5. Stock runterfallen. So, wir sind jetzt im 5. Stock angekommen und wir machen es kurz und schmerzlos. Film nochmal runter. Hat sie es geschafft? Ich glaube nicht. Oh no. Servus Leute, es ist schon der nächste Tag. Ich bin eigentlich gleich am Schneiden, aber ich habe komplett vergessen, euch das Endresultat noch zu zeigen. Schaut euch das mal an. Das ist der einzige wirkliche Schaden an dem Handy vom 5. Stock. Ich bin echt beeindruckt, wie viel das ausgehalten hat. Dass es aus dem 5. Stock runtergefallen ist. Gut, vergesst nicht liken, kommentieren, abonnieren. Ciao.